Warum gibt's eigentlich keine geilen MMOs mehr? Und was ist eigentlich ein MMO für euch? Abfahrt, rein ins Video! Kennt ihr das auch? Ihr habt mal wieder richtig Bock auf ein geiles MMO, welches ihr auf entspannt zocken und genießen könnt, aber ihr wisst absolut nicht welches. So geht es mir aktuell und daraus ist das Thema für das heutige Video entstanden und wieso ich kurz mit euch darüber reden möchte. Was ist für mich eigentlich ein gutes MMO oder was macht ein gutes MMORPG aus? Ganz klar, neben ausgereiften und tiefgreifenden Spielmechaniken spielt für mich vor allem die Interaktion mit anderen echten Spielern und die Community eine große Rolle. Ich möchte mich mit anderen Spielern aktiv absprechen müssen, abhängig sein von gut gecrafteten Spieler-Items und die Möglichkeit haben, für eine bestimmte Sache auf meinem Spielserver eine gewisse Relevanz zu erreichen und eben nicht alles unabhängig von anderen Spielern alleine erreichen. Und nun kommt das eigentliche Problem, welches ich mit aktuellen, modernen MMOs immer mehr habe. Genau diese Aspekte, die ich eben gerade erwähnt habe, verlieren meiner Meinung nach immer mehr an Gewicht. Mein Charakter kann sehr viel alleine meistern, ich muss kaum aktiv mit anderen Spielern interagieren oder kommunizieren und generell ist alles einfach super schnelllebig und irgendwie zu hektisch, zumindest für meinen Geschmack. Der ursprüngliche MMORPG-Faktor geht für mich einfach immer mehr verloren, weshalb ich mir mit dem Spielegenre immer schwerer tue, wobei ich grundsätzlich MMOs eigentlich super gerne zocke. Wenn man mich fragt, welches Game ich in diesem Genre bisher am meisten gefeiert habe, nenne ich immer sofort Star Wars Galaxies als absolutes Paradebeispiel, was ich von einem MMO erwarte und was ich an einem MMO absolut liebe. Und nein, das hat nicht grundsätzlich etwas damit zu tun, dass ich ein großer Star Wars Fan bin und das Game eben genau in diesem Franchise spielt. Vielmehr geht es mir um die Spielmechaniken, die Möglichkeiten auch mal etwas entschleuniger zu zocken und vor allem voran der riesige Social Part. Alles in diesem Game war spielerabhängig und von Spielern gesteuert. Man musste einen Doktor aufsuchen, der einen spezielle Buffs geben kann, ohne die man im Kampf absolut aufgeschmissen war. Man musste in Kantinas Tänzerinnen und Musikern zuschauen bzw. zuhören, um seine Kampferschöpfungen auszugleichen. Man brauchte einen Architekten, der dir entsprechende Häuser oder Gebäude bauen kann für Player-Housing oder eben zum Aufbau einer eigenen kompletten Stadt. Man bekam die besten Rüstungen und Waffen des Games fast ausschließlich von Spielern, die sich in den jeweiligen Crafting-Berufen spezialisiert haben. Man hatte ein so heftig umfassendes Crafting-System, dass dies alleine hätte ein eigenes Game sein können. Man konnte nicht einfach alles erlernen und alles hochgrinden, um unabhängig von anderen Spielern zu werden. Es gab durchaus bestimmte Spieler, die für bestimmte Items auf dem Server bekannt waren oder für die Herstellung bestimmter Items. Es gab keine Dungeon Finder oder Group Finder, man musste tatsächlich in entsprechende Städte gehen, um andere Spieler zu treffen und mit diesen aktiv zu kommunizieren. Ich könnte die Liste noch ewig weiterführen und ich weiß, dass es durchaus andere MMOs gibt, die sehr ähnlich waren oder sind. Jedoch kann ich gerade für Star Wars Galaxies eben genau diese Punkte perfekt auflisten, da ich das Game damals massiv gesuchtet habe und es für mich persönlich bis heute ungeschlagen eines der besten MMO-Games aller Zeiten war. Und auch wenn es leider gar nicht so bekannt war, vor allem bei uns im deutschen Raum, teilen viele Spieler, die es gezockt haben, genau diese Meinung mit mir. Leider ist das Spiel nicht mehr aktiv und kann nicht mehr offiziell gespielt werden. Es existiert eine aktive Community und ein aktiver Private-Server im US-Raum, jedoch mit entsprechend hohem Ping und Latenzen. Meine Verzweiflung im MMO-Genre ging tatsächlich schon so weit, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, einen eigenen deutschen Star Wars Galaxy Server hochzuziehen. Leider fehlt mir aktuell dafür halt leider absolut die Zeit. Aber ich denke, ihr bekommt einen Eindruck davon, was ich an MMOs schätze und was ich genau meine, oder? Übrigens, falls du Bock hast, dich genau über solche Themen mal live auszutauschen, komm doch einfach mal bei mir auf Twitch vorbei. Ich streame zum aktuellen Zeitpunkt immer Dienstag, Donnerstags und Sonntags abends live. Würde mich freuen, dich da mal im Chat begrüßen zu dürfen. Außerdem könnt ihr bei der Gelegenheit auch gerne, falls euch der Content hier gefällt, mal ein Abo auf meinem Kanal da lassen. Tatsächlich schauen über 80% der Viewer meine Videos ohne ein Abo. Dies würde mich super freuen und den Kanal hier massiv supporten. Vielen Dank dafür, Kuss geht raus, nun aber back to topic. Und versteht mich bitte nicht falsch, es gibt immer mal wieder einige Hoffnungsschimmer, die mehr oder weniger erfolgreich sind, wie zum Beispiel ein Arc Age oder das kommende Ashes of Creation. Jedoch ist der Großteil der MMOs heutzutage nicht mehr so, wie das Genre eigentlich ursprünglich mal ausgelegt war. Ist zumindest
meine subjektive Meinung. Ich habe so ziemlich alle aktuellen MMOs durchprobiert und angezockt, sei es Guild Wars 2, New World, Final Fantasy Online, Elder Scrolls Online oder Star Wars The Old Republic, um nur ein paar zu nennen. Natürlich hatte ich auch eine Phase, in der ich aktiv World of Warcraft gespielt habe, um das bekannteste MMO hier auch mal kurz zu nennen. Jedoch war ich da bereits nach Burning Crusade damals raus und bis heute, von einem kurzen Abschweifer beim Classic Release mal abgesehen, nicht mehr wirklich aktiv zurückgekehrt. Unterm Strich ist es eigentlich immer das Gleiche. Entweder sind die Games einfach viel zu schnelllebig oder zu casual oder solo meisterbar oder einfach vom Vibe oder vom Feeling her nicht so, wie ich mir halt ein MMO vorstelle. Vielleicht ist die glorreiche Zeit der MMORPGs bereits vorbei, zumindest für meinen Geschmack. Oder habe ich einfach falsche Vorstellungen oder eine zu engstirnige Herangehensweise an das Genre heutzutage? Was denkst du? Hast du einen Geheimtipp für mich, welcher genau auf meine Beschreibung passt? Sag es mir in den Kommentaren. Ich bin super, super, super gespannt auf eure Meinung zu dieser Thematik und ob es euch vielleicht genauso geht wie mir. Ansonsten war es das aber mit dem heutigen Video. Ich wollte nur mal kurz einen kleinen Abschweifer machen in das Genre, weil es mir irgendwie am Herzen liegt und ich halt irgendwie ein bisschen den alten Oldschool-MMOs hinterher trauere. Wie gesagt, sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen bis hierhin. Wünsche noch einen angenehmen Tag, Nacht, whatever, wann auch immer du das Video guckst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.